Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im Hintergrund seht ihr schon meine drei Pferdis. Ihr kennt bestimmt auch sicher alle den Snapchat My AI Bot. Hier ein kleines Foto. Und wir werden heute den guten Bot fragen, was wir denn so mit unseren Pferden machen sollen. Oder beziehungsweise jetzt erstmal, welches Pferd wir überhaupt nehmen. Und dann halt einfach so weiter, was ich machen soll, Springen oder Dressur oder keine Ahnung. Wir werden einfach mal gucken, ob er uns überhaupt Antworten gibt. Weil manchmal schreibt dieser Kackbot ja auch einfach, sorry, das verstehe ich leider noch nicht. Deswegen werden wir jetzt einfach mal herausfinden, was der denn überhaupt versteht oder was auch nicht. Ich habe dafür einfach mein iPad hergeholt, weil dann muss ich nicht immer auf meinem Handy die Aufnahme unterbrechen. Und da habe ich mir jetzt einfach ganz schnell Snapchat runtergeladen. Und wir fragen den jetzt erstmal, ich hätte mir gesagt, entweder fragen ihn nach den Namen oder wir fragen ihn nach der Farbe. Also welche Farbe findest du am schönsten? Schwarz, Grau, Weiß? Ich glaube, ich werde es so machen. So, ich habe jetzt geschrieben, welche Farbe findest du am schönsten? Grau, Weiß oder Schwarz? Und er hat geschrieben, ich mag Weiß, weil es so frisch und sauber aussieht. Bedeutet, wir werden heute mit Coco was machen. Eigentlich wollte ich heute mit Amigo was machen. Aber naja, wenn er Weiß am schönsten findet, dann machen wir heute was mit Coco. Coco mache ich jetzt erstmal ganz normal fertig. Also das ist jetzt nichts Besonderes irgendwie, weil Halfter hat sie ja nur eins. Und dann sehen wir uns einfach später wieder und dann fragen wir ihn, welche Trense wir heute nehmen sollen. Ich habe mich jetzt hier einfach für zwei Trensen entschieden. Die eine ist von Kati Yummy. Die kennt ihr aus meinem letzten Video. Nein, aus meinem vorletzten Video, hier oben verlinkt. Und einmal meine eigene mit der Schenkeltrense gerade drin. Und die hat einfach so eine normale Wassertrense drin. Aber ich glaube, das ist jetzt... Genau, und ich werde ihn jetzt einfach fragen, braun oder blau? Okay, ich habe ihn jetzt gefragt, blau oder braun. Und er hat geschrieben, ich mag blau lieber als braun. Deswegen werden wir jetzt mit der blauen Trense reiten. So, wie ihr gerade schon gesehen habt, habe ich Coco jetzt schon aufgezäumt. Und wir fragen ihm jetzt, welche Art von Reiten magst du am liebsten? Ich hoffe, das versteht er. Also ich erhoffe mir eine Antwort wie Dressur oder Springen oder sowas. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass er Western sagt oder so. Weil das könnte nämlich ein bisschen witzig werden. Oder er schreit, ich verstehe es nicht. Okay. Ich habe noch nie geritten, aber ich denke, dass ich es mögen würde, wenn ich es mal ausprobieren würde. Ja, toll. Das bringt mir jetzt aber nicht sehr viel. Ich werde ihm jetzt einfach mal fragen, Dressur oder Springen. Er hat geschrieben, Dressur sieht sehr elegant aus, aber Springen sieht sehr aufregend aus. Wow. Ich glaube, er mobbt mich jetzt gerade ein bisschen. Er mag mich nicht mehr so ganz. Okay. Ich habe ihn jetzt einfach gefragt, was er gerne ausprobieren würde. Und er hat mir geschrieben, er wird gerne Dressur ausprobieren. Bedeutet, wir reiten Dressur. Ich bin jetzt in meiner Location, die ihr ja von allen anderen Videos kennt. Und ich habe ihn jetzt gefragt, was ich heute machen soll. Also ob ich eher so Aufgaben machen soll wie Piaffe und Galopp-Pirouette, keine Ahnung. Oder ob ich meine Gangarten üben soll. Und er meinte, ich soll mich auf die Aufgaben konzentrieren. Also er hat einen halben Roman geschrieben, was man hier, glaube ich, sieht. Der letzte Satz ist, ich glaube, du solltest dich auf die... Oh mein Gott. Ich glaube, du solltest dich auf die Aufgaben konzentrieren. Wegen Wettkämpfen. Und das stimmt tatsächlich. Ich bin nämlich im August bin ich wieder auf einem Turnier. Leute. Wir werden heute Aufgaben üben. Yay. Ich habe mir jetzt noch ganz schnell den Zettel geholt, wo die E- und die S-Dressur vom Eurocup draufsteht, damit ich die später einmal abreiten kann. Welche Aufgaben drin vorkommen, das weiß ich eh auswendig, aber damit ich die nachher einfach nochmal durchreiten kann. Aufwärmen hätte ich gesagt, mache ich jetzt einfach ganz normal, da mache ich jetzt nichts Besonderes. Ich bin jetzt fertig mit Aufwärmen und ich habe den MyAI-Bot jetzt die vier Möglichkeiten vorgestellt, die es gibt beim Eurocup, also bei der S-Dressur. Die Aufgaben quasi, die man trainieren kann. Und zuerst hat er mich mal wieder vollgeschwafelt, einen ganzen Roman, was er denn so toll findet und was er machen würde. Und ich dann so, ja, was gefällt dir denn am besten? Und er meinte so, Piaffe, deswegen gehen wir jetzt Piaffe üben. Mein größtes Problem bei Piaffe ist tatsächlich, dass ich meine Beine immer so schief mache. Bedeutet, ich mache starte halt so, mache ich halt eher immer so schräg, so rüber, versteht man das? Ich weiß nicht, ob das gerade war. Das werde ich wahrscheinlich dann erst beim Schneiden sehen. Ich schreibe mal da oben in die Ecke, ob es mir gefallen hat oder nicht.
die Piaffe bzw. Passage habe ich jetzt lang genug geübt, deswegen habe ich ihn jetzt gefragt, ob wir jetzt einmal die E- oder S-Dressur durchreiten sollen. Der hat mich zuerst hier die ganze Zeit vollgeschwafelt, ja, E-Dressur ist für Anfänger, es ist für die Fortgeschrittenen, das denke ich mir, ja, weiß ich ja. Dann habe ich den dreimal gefragt, eins oder zwei, er hat mich immer noch vollgeschwafelt mit E- und S-Dressur, deswegen habe ich ihn jetzt gefragt, ob er mir eine Zahl zwischen 1 und 2 sagen kann, was zwar überhaupt keinen Sinn macht, aber er hat jetzt 1 gesagt. Und 1 ist die E-Dressur, deswegen reiten wir jetzt die E-Dressur durch. Fun Fact, ich konnte beide mal auswendig, ich habe aber beide schon wieder vergessen, deswegen muss ich die mir jetzt nochmal mit Zettel anschauen. Okay, ich habe es, glaube ich, wieder halbwegs im Kopf. Wir werden es jetzt mal ohne Zettel versuchen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Jetzt hätte ich gesagt, üben wir noch ein bisschen die Gänge. Ich habe zwar jetzt den Maya E-Bot nicht gefragt, aber ich bin komplett fertig. Deswegen üben wir jetzt noch ein bisschen die Gänge und dann machen wir Schluss. Ich bin wieder zurück mit Coco. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, dass wir jetzt den Maya E-Bot noch fragen können, weil wir jetzt gerade vorhin ja so ein bisschen gecheatet haben, was man so sagen kann. Ich schnaufe bei der Ruhe immer noch, aber im Haus ist es einfach so viel kühler, das ist so krass angenehm. Wir fragen ihn jetzt, ob wir Coco heute ihre Decke drauf machen sollen oder nicht. Ja. Es ist passiert, wie ich es mir gedacht habe. Er hat mich wieder vollgeschwafelt mit, es hängt von der Witterung und den Bedürfnissen deiner Pferde ab. Schön, mich interessiert das aber gerade nicht. Ich möchte wissen, ob ich meinem Pferd jetzt eine Decke drauf tun soll oder nicht. Deswegen fragen wir ihn jetzt einfach 1 oder 2. Und wenn er mich dann nochmal voll latschelt, ja. Er redet jetzt komischerweise wieder von der E-Dressur und von der S-Dressur. Ich habe keine Ahnung, was er davon will. Deswegen werden wir jetzt einfach wieder ihn fragen, eine Zahl zwischen 1 und 3. 2. Wir haben uns vorher, also ich habe die Antwort von ihm jetzt noch nicht angeschaut, aber haben uns noch gar nicht ausgemacht, was jetzt 1 und was 2 ist. Ich hätte gesagt, 1 ist mit Decke und 2 ist ohne Decke. Wir schauen mal, was er sagt. Er hat 2 gesagt und deswegen werden wir sie jetzt einfach nur noch aufheitern und dann wieder in die Box bringen. Und weil das bei meinem ersten Hobbyhousing-Video so gut angekommen ist, wer bis hierhin geschaut hat, macht einen Pflanzen-Emoji in die Kommentare oder schreibt einfach Pflanze oder Baum oder Sonnenblume, keine Ahnung, irgendeine Pflanze halt in die Kommentare, weil ich habe nämlich unter dem Video von voll vielen gehört, dass die irgendwie am Computer keine Emojis machen können, deswegen schreibt dann einfach Pflanze rein. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt noch 3 ganz wichtige Sachen für euch, die ihr unbedingt tun müsst. Erstens, abonniert mich und abonniert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und macht einen Daumen hoch, das würde mich sehr freuen. Und schreibt in die Kommentare, wann ihr dieses Video seht und wie viele Abonnenten wir gerade haben, damit wir wissen, wie sich das so verändert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und genau, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Schreibt in die Kommentare, wenn wir sowas Ähnliches zum Beispiel auch mal mit Google machen sollen. Tschüss!